Es ist jetzt schon einige Jahre her, da wurde in Österreich die Rettungsgasse eingeführt. Und damals wurde via Ö3 die Bevölkerung gefragt, was sie denn von der Rettungsgasse hält. Und ein älterer Herr hat folgende lustige Antwort gegeben: Die Österreicher haben schon nicht kapiert, wie der Kreisverkehr funktioniert. Wie sollen sie denn eine Rettungsgasse kapieren? Und ganz so weit weg war der Herr nicht. Kreisverkehre machen unseren Kandidatinnen und Kandidaten bei der praktischen Prüfung immer wieder Schwierigkeiten. Auch vielleicht, weil man es von den Eltern oder Freunden falsch sieht, wie man einen Kreisverkehr fährt. An und für sich ist ein Kreisverkehr eine sehr einfache und gute Sache, weil er die Flüssigkeit des Verkehrs aufrechterhält, weil man eventuell bei Kreuzungen nicht stehen bleiben muss. Also im Großen und Ganzen haben Kreisverkehre ihre Vorteile. Auch, das darf man nicht vergessen, wenn ein Unfall passiert, dann passiert er meistens mit niedrigen Geschwindigkeiten. Aber wie fährt man jetzt einen Kreisverkehr richtig? Grundsätzlich einmal beim Annähern an einen Kreisverkehr wird man wahrscheinlich das Tempo reduzieren müssen. Und wir empfehlen immer, dass wenn man sich einem Kreisverkehr nähert, auf den zweiten Gang zurückgeschalten wird. Warum der zweite Gang? Du weißt ja, je niedriger ein Gang, desto mehr Kraft hast du. Das heißt, es könnte beim Kreisverkehr eine Situation auftreten, also beim Annähern an einen Kreisverkehr, dass von links zwar ein Auto kommt, das noch ein bisschen weiter weg ist, und du könntest, wenn du eventuell ein bisschen Gas gibst, noch vor diesem Auto in den Kreisverkehr reinfahren. Je niedriger der Gang, desto mehr Kraft hast du. Mit dem dritten Gang hat man wahrscheinlich zu wenig Kraft und es wird sich nicht mehr ausgehen. Mit dem zweiten könnte man dann ordentlich Gas geben. Die Kupplung müssen wir wieder auslassen. Das heißt, vor dem Kreisverkehr auf den zweiten Gang zurückschalten, Kupplung wieder auslassen, damit wir eben im Zweifelsfall noch Gas geben können. Ja, wenn man die Kupplung getreten hat, kann ich zwar Gas geben, aber das Auto wird nicht schneller. Deswegen die Kupplung auslassen. Wenn du dann in den Kreisverkehr hinkommst, hast du meistens in Österreich ein Vorrang-Geben-Zeichen. In diesem Fall hat das Fahrzeug, das schon im Kreisverkehr drinnen ist, natürlich Vorrang. Das heißt, wenn ein Fahrzeug drinnen ist, muss man logischerweise stehen bleiben. Wenn kein Fahrzeug drinnen ist, dann darf man auch gleich weiterfahren, weil es ist ja keine Stopptafel angebracht. Deshalb muss man beim Annähern an den Kreisverkehr nach links schauen, weil nur von dort könnte jetzt ein Fahrzeug kommen, das mir eventuell in die Quere kommt. Gefährlich wird es natürlich, wenn man sich einem Kreisverkehr nähert, bei dem ein Schutzweg davor ist. Wenn ich hier jetzt natürlich nur nach links schaue, dann könnte ich eventuell einen Fußgänger von rechts übersehen. Also hier müsste man natürlich auch den rechten Fahrbahnrand zuerst einmal beachten. Wenn jetzt kein Fahrzeug kommt, dann darfst du auch gleich in den Kreisverkehr reinfahren. Man muss also nicht stehen bleiben. Das wäre bei unserer Führerscheinprüfung sogar ein mittelschwerer Fehler, wenn man stehen bleibt, obwohl kein Auto kommt. Deswegen, wenn kein Auto kommt, bitte gleich weiterfahren. Im Kreisverkehr brauchst du jetzt natürlich nicht zu blinken. Kreisverkehre sind Einbahnstraßen, also man darf sie eben nur gegen den Uhrzeigersinn fahren. Also brauche ich auch nicht blinken, weil ich darf sie eh nur in eine Richtung befahren. Beim Rausfahren aus dem Kreisverkehr muss man rechts blinken. Warum? Naja, wenn andere Fahrzeuge in den Kreisverkehr reinfahren wollen, die sehen, dass man rechts blinkt, dann brauchen die wieder nicht stehen bleiben, können gleich weiterfahren. Und das erhöht auch wieder die Flüssigkeit des Verkehrs. Das ist ja der Sinn des Kreisverkehrs. Jetzt gibt es eine Computerfrage immer noch mit einem Kreisverkehr, bei dem kein Vorrang-Geben-Zeichen ist. Wir haben bei uns im Hinterkopf so gespeichert, irgendwo auf der Festplatte, Fahrzeuge, die im Kreisverkehr drinnen sind, haben Vorrang. Das ist absoluter Blödsinn in Österreich. Fahrzeuge, die im Kreisverkehr sind, haben nicht zwingendermaßen Vorrang, sondern nur deshalb, weil es eben ein Vorrang-Geben-Zeichen gibt. Wenn es kein Vorrang-Geben-Zeichen geben würde, dann hätten wir die Reinfahren in den Kreisverkehr, weil wir sind ja die Rechtskommenden, Rechtsregel, Vorrang und der im Kreisverkehr müsste warten. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass einzelne Einfahrten beim Kreisverkehr kein Vorrang-Geben-Zeichen haben, andere Einfahrten wieder ein Vorrang-Geben-Zeichen. So etwas gibt es in Österreich im Normalfall nicht, aber theoretisch möglich wäre es. Also grundsätzlich bitte, auch wenn du diese Computerfrage bekommst, wir haben sie hier eingeblendet, der im Kreisverkehr drinnen ist, hat nicht zwingendermaßen Vorrang, sondern wenn kein Vorrang-Geben-Zeichen da ist, der Rechtskommende. Wir haben immer Vorrang-Geben-Zeichen bei unseren Kreisverkehren, zumindest in Klagenfurt. Vielleicht hast du einen Kreisverkehr, wo es eben keine Vorrang-Geben-Zeichen gibt, dann schreib uns das in die Beschreibung darunter. Es würde uns interessieren, ob es in Österreich solche Kreisverkehre noch gibt. Und hier noch der Fahrschultipp. Du siehst, es ist sehr viel zu tun, wenn man auf einen Kreisverkehr zufährt.
Wir haben immer wieder Herrschaften, die alles im letzten Moment machen. Dann kommt man in einem Stress, dann hat man keine Zeit mehr, auf andere Fahrzeuge zu schauen. Und dann ist man fast verpflichtet, stehen zu bleiben. Deswegen alles rechtzeitig beginnen, rechtzeitig zurückschalten, Kupplung auslassen, den Linken beobachten und dann hast du auch kein Problem mit dem Kreisverkehr. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und sag's weiter, dass es diese Videos gibt. Wir hoffen, wir haben dir ein bisschen geholfen und machen dir die Prüfung leichter und freuen uns schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.